zurück zu einer neuen Folge und ihr seht, ich stehe in Yongping und ich besitze die Firma. Ich habe es mir gekauft, die drin haben, hat sich auch einiges geändert. Wir wollen schlafen. Bin ich wohl zu weit gefahren? Wo darf ich hier schlafen? Ja, Ruhepause. Ich habe die Dings geholt, ja. Wir wollen aber tagsüber fahren. So. Jetzt muss man mal gucken, was haben wir denn Schönes als Frachten? Eigentlich ziemlich gut, die Kombination. Denn ja, müsste dunkler sein, aber... Ja, gut. Auftrag, Ladung. Nach Freem, nach Vojöks, die sind neue. Nach Prag, 39.000. Das ist ja ein Unterschied. Da fahren wir nach Bremen. Da fahren wir heute nach Bremen. Viel gibt es dafür nicht. So. Vorher zahlen wir bitte ein bisschen was ab. Zurückzahlung verbleiben 8000. Ja, den möchte ich bekommen. Sind wir noch 14.000, die ich pro Tag zahlen muss, also. Die Tage, die sind auch mittel durchgedreht hier. Gut, ist mir egal. Wir gehen uns jetzt unsere Fracht abholen. Ja, scheiß Regen. Alter, es regnet ja dauerhaft hier eigentlich. 180 hat mich die Scheiße jetzt gekostet. Dafür können wir aber... sicherlich, muss ja gehen. Genau. Aber wir können uns den jetzt holen. Gekühlten. Und ab Level 21 können wir uns die ersten lang holen. Gut. Wir sind zwar 18, dauert also noch ein bisschen. Aber das kriegen wir hin. Schön, dass die Firma nebenan eigentlich alles hat und annimmt. Ich würde mal sagen, fahren einfach mal. Ladung, klar. Wir mal gucken, was haben wir hier? 32.000, naja, gut. Wir fahren selber Druckbehälter nach Bremen. Ob ich gut reingefahren bin, glaube ich ja nicht. Ja, das habe ich gewusst.
So, und beladen. Alter. Es regnet ja hier nur, das ist schrecklich. Ich finde es schön, mit einem eigenen Hänger zu fahren, gefällt mir. Man baut eine Bindung mit ihm auf. Was bis zum Abend durchfahren. Weil es mir einfach gefällt. Einfach mal so eine richtige Simulation wieder zu spielen. Gleich gibt noch andere geile Simulationen. Goldgräber-Simulator, Flugzeugsimulator, Baustellensimulator. Aber mir gefällt am meisten LKW. Danke, Fortfahrer. Sei durch ein Fort, kannst du sagen, was du willst. Ja. Wir müssen jetzt aber durch die Mauer durchfahren. Also habe ich mir ein Eigentor geschossen. Damit. Ich wollte ja nicht durch die Mauer fahren, jetzt fahre ich doch durch die Mauer. So. Jetzt sind wir wieder Tempomat-Assi. Wir fahren jetzt bloß noch mit Tempomats. Bremen, Bremen, oh du Bremen. Nach Hamburg fahre ich ja nicht, nach Bremen nächstes Jahr. Mal gucken, ob man sonst noch was machen kann mit meiner Schwester oben. Ein bisschen laufen, ja, schön, gut. Muss ich mir so Urlaub nehmen? Können wir ja mal gucken. Guck mal, da ist vielleicht ein Gesprächsthema auf Arbeit. Könnte man immer wieder schreiben. So. Haben wir doch wieder geschrieben. Wo ich eine Sprachnachricht bekommen habe. Weil teilweise ist es so, ja, es ist viel beim Fernbus-Simulator, du fährst und fährst und fährst. Und wenn nicht groß weiter passiert und du alleine bist, ist es eben langweilig. Ich habe hier, guck mal, hier ist das Funkgerät ausgebaut, oder? Ah, das ist der Messer da, ganz außen. Das ist der Kartenmesserzähler. Die elektronische, oh, die ist nicht gleich, EDK, elektronische Dienstkarte. Sind so viele Sachen in meinem Kopf, die ich eigentlich nicht brauche. Und wenn man was braucht, dann weiß man es nicht. So, können wir uns da mal gucken. Der Scania, der fährt ja hier Scania, der hat aber einen bestimmten Anhänger drauf. Der hat einen Transporter, du darfst rüberfahren. Also auf, jetzt zieht er rüber. Weil die Hitbox irgendwie bestimmt. Ja, es sind bestimmte. Aber der fährt auf den Scania, genau den gleichen. Oder? Habe ich mich jetzt zugehört. Jetzt fahren wir mal wieder. Der ist aber immer, der ist immer noch nie rübergezogen, oder? Ja, jetzt muss ein Auto vorbeikommen.
Ob unser anderes Auto von vor 2 Folgen gespawnt ist. Oh, ist das geil. Oh, Polizei. Da müsste man ja eigentlich auch langsam erfahren. Wenn man nicht weiß, was passiert ist. Ui, Verfolgungsjagd. Ja, weil du... Sagt eine Uhrzeit. Wir haben es 14:45. Und 10 vor 10. Naja, eigentlich ist es eine halb. Das ist jetzt die dritte Folge. Nach Dresden, Dresden hat hoch. Das ist jetzt die dritte Folge, genau. Dritte Stunde, 2 Stunden, 3 Folgen. Halleluja! 5, 4, 2. Aber wenn ich die doppelten habe, also dann in 3 Level, dann ist es wirklich so, dass ich dann sicherlich die einparken lasse oder beladen lasse. Right, so weit, so weit. Ich überlege gerade, was man für schöne Themen nehmen kann. Politik gibt es ja auch nicht viel. Mein Leben gibt es auch nicht viel. Ja, wie gesagt, also ich bin jetzt in nächster Zeit im Lehrgang. Monatlang geht der Lehrgang. Dadurch habe ich auch keine Zeit für irgendwas großartig. Ich muss lernen, wie verrückt. Deswegen 10 Stunden fahren. 9 Stunden. Ja gut, durch die Fernfahrt bestimmt. Ah, bestimmt schlafen. Eigentlich bräuchte man Team. Aber weil ja keiner meine Videos guckt. Das ist eben so. Ich finde die langen Videos finde ich mal wieder gut. Also ich habe ja damals auch die langen Videos gar nicht geguckt. Und nebenbei aufgeräumt oder so. Weil man hat was gesehen, geguckt. Das war besser als Fernsehen teilweise. Ist so. Aber manchmal, das wiederholt sich doch immer nur. War ich jetzt im Fernsehen an, das Ding habe ich gestern geguckt, so ungefähr. Ich heute auch mal auf Samstag bin. Ja, und wohl Sonntag kommt aber die Wiederholung. Und das ist wohl... Ich dachte gerade auf jeden Fall, aber nee. Und klar, dass ich das immer wieder wiederholen muss, darf, sollte. Ich weiß gar nicht, ob ich laut bin oder leise. Das hätte ich eigentlich testen müssen, weil durch den Stream habe ich mich gestern mal verändert. Oh. Da ich irgendwie zu leise war. Ui. Oh Gott, der fährt runter. Ich dachte, wie langsam fährt denn der? Gerade habe ich Bock wieder aufzunehmen. Es gibt ein Spiel, das will ich gerne aufnehmen, aber es geht nie, böse Nachbarn. Das Spiel finde ich geil. Aber da macht irgendwie mein Aufnahmeprogramm mit. Oh, jetzt waren wir wieder hier schön und unser Lieblingskreuz. Jetzt haben wir vorhin eine Firma gekauft, die wird überhaupt kein Geld einnehmen. Sehr, sehr scheiße. Ich höre gerade selber nichts von der Musik. Also falls ihr euch irgendwie anstrengt, ich höre selber nichts. Da braucht man jetzt, braucht euch keine Sorgen machen. Hui. So was springt. Nein. Radio.
war auch lange noch nie durch. Ach so. So. Aber ob wirklich so viele jetzt mit einem eigenen Hänger fahren? Ah. Also beim Rolli weiß ich. Der wird bestimmt hier von seiner Firma da bestimmt schon. Ach du Scheiße. 10.000? Waren die irgendwie 14.000 eigentlich? Ich will meinen, Leute, das auch damals schneller Geld irgendwie eingenommen. Bis ein Tag geworden und das fast ein LKW zusammen habt, oder? Oder zwei Tage. Ich überlege, ich fahre jetzt hier fast zwei Tage und hab vor einen Tag und hab ja, zwei Tage. Ich glaube noch nicht 100.000. So, Malmö. Sind wir ja auch vor uns anscheinend lang gefahren. Schnell rüberziehen, wenn es so lange frei ist. Ich weiß, wie lange wir sonst warten müssen. Vor allem, bei den Tiefladen wird dir angezeigt, was du transportierst. Wie sieht denn das dann aus, wenn du die Container-Dinger machst? Wie wird das dann eben angezeigt? Das hat mir alles schwarz, fällt mir ganz auf. Wie wird das angezeigt? Das interessiert mich jetzt doch schon. Ach du Scheiße. Die Hitboxen sind irgendwie komisch. Und dafür, ich kann jetzt wenigstens wieder drüber fahren. Ach, was ist denn hier für ein Verkehr? Du Alter, hier rast ja mein Computer aus. Hier runter? Jetzt geht's los hier. Concentration. Jetzt wollen wir nach Göteborg, Kalmar und nach Kopenhagen. Jetzt habe ich kurz auf was anderes geachtet. Dürfen jetzt hier reinfahren. Drehen fast eine ganze Runde. Und fahren hier wieder raus. Jetzt sollten wir 80 fahren. Ich bin jetzt hier oben ab nach Kopenhagen. Also Kopenhagen glaube ich eigentlich. Nach vorne dürfen wir dann Maut bezahlen. Schön konzentrieren, dass keiner kommt von hinten. Uiuiui. Geschafft. Oh, sieht teure, das ist die Brücke. 172. Ja, kommen wir wirklich mit der Fähre fast schon besser.
Ich will aber auch gar nicht wissen, was die als Wartung kostet. Für das Land. Oder für die Blender. Das verbindet ja zwei. Alle in die Straße. Lass mal eins reparieren lassen. Oh. Die dürfen wir als Normalus nicht dran denken. Selbst der Staat darf eigentlich nicht dran denken. Aber es sind bestimmt schon bei der Außen noch LKWs drüber fahren. 172. Ja, ich bin nach Deutschland gefahren. Das war schon mal in Dänemark. Mal kurz den Scheinwisch ausmachen. Oh, und entspannt durch den Tunnel fahren. Oh, ich bin wirklich müde. Mit Eigel fahren. Nach Bremen fahren wir ja. Das war ja. Eigentlich wollte ich ja wieder im Westen rüberfahren. Aber die Fahrt ist weg. Die haben sie mir in der Nacht weggenommen. Ich glaube, die bringt trotzdem mehr. Also, von Kilometerreise. Ja, schöner Eiffelturm, nicht wahr? Tanken, schlafen muss ich nicht. Oh, na kleiner Mischa. Ist ja niedlich. Ah, die Ende schreibt mir gar nicht mehr. Hm. Sorgen oder nicht? Ich würde mal sagen, nicht. Ich habe gesagt, ich kann bloß die Sprache nicht gerade nicht abhören. Für 7 Stunden hätte ich dazu sagen müssen. Irgendwas einfallen, was man in Hamburg noch machen kann. Einkommen 3000. Naja. Die Welt bringen sie mir auch jetzt nie. Weil eigentlich sind es ja nicht meine Leute. Das sind ja bloß angestellte Fahrer. Die kriegen ja Kilometerpreis bezahlt. Schon wieder nichts. Oh ja, komm. Was? Alter, nächstes Mal nehme ich wirklich den die scheiß Fähre. Jetzt habe ich fast 400 Euro für die Maut bezahlt nur. Das wäre ja fast die Zugfahrt gewesen. Schifffahrt gewesen. Und dann kommt ja jetzt noch die Fernfahrt dazu. Eigentlich, oder? Nee, ich fahre ja keine Fähre mehr. Fahrzeit 7 Stunden. Und die Brücke? Ich dachte, ich fahre noch mal eine Fähre. Da muss ich mir unten aussuchen, wo ich schlafen gehe.
Also hinter Odensee. Durchmachen kann ich nie. Nee. So, das reicht. Ich will ja nie nochmal ein Pizza-Foto bekommen. Bin nie so schön auf Pizza-Fotos. Das sieht immer so grimmig aus. Als ob ich jemanden gerade umbringen möchte. Ja, gerade vergeht ein bisschen die Zeit langsam. Süppchen. Ich werde irgendwie noch immer noch auf meine XXL-Simulation mit allen Simulationen irgendwie zusammen. Das ist doch irgendwie machbar. Mindestens so LKW und LKW-Taxi-Simulation. Na, für Taxi lohnt sich nie so. LKW und Zug so. LKW, Zugsimulation, was kann man noch so dazu fügen? Polizeisimulation, die dann so blitzt und so. Eigentlich eine geile Idee. Aber kompliziert umzubauen sicherlich. Umzusetzen. Vielleicht ist ja auch sowas schon in Arbeit, man weiß es ja nicht. Geil wäre es trotzdem irgendwie. Oh, hier ist Blitzer. Da war ein Blitzerzeichen. Deswegen machen wir mal eher vorsichtig hier. Guck mal, da vorne hätte jetzt in der Polizei da drin sitzen können. Dann die random generierten Unfälle, die muss man als Polizist bearbeiten. Das wird mir persönlich gefallen. Dann über Funk zum Multiplayer, ey, da und da steht dein Polizist, der blitzt. Das hat irgendwie schon irgendwas an sich. Wäre schon irgendwie nice. Aber wie gesagt, bestimmt schwer umzusetzen. Und eine Qual für alle, die das programmieren müssen. Nächste Brücke. Alter, hier sind ja Busbrücken. Das kotzt einen richtig an. Also vielleicht beim Schönwetter sieht es gut aus, aber es ringelt ja schon seit... Theoretisch regnet es schon ganz stark im Game. Und so sieht es ja nicht geil aus. Oh, ich muss rüber. Ich muss rüber. Nein! Was
war ich im Gedanken verloren. Also schaltet man so im echten Leben auch so beim Autofahren so Gedanken. Auf einmal so Scheiße, da in die Straße. Jetzt bleibe ich gleich hier drüben. Ich hätte aber auch abbremsen können gerade. Ach Scheiß drauf. Was passiert überhaupt mit meinen Hängerchen, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Fahrt, die ich ohne meinen Hänger fahren möchte? Okay. Och ja, genau. Das war klar. Warum war das klar, weiß ich nicht. Krank ist, schlafen. Naja, ich hätte schlafen gehen können. Auf 4 Stunden, da können wir auch vor Bremen schlafen. Das würde ja gehen, das geht ja. Das sind ja knapp 100 Kilometer, 150 Kilometer, so. 100 oder 50. So, nie 150, sondern 100 oder 50. Und die haben wir ja bald erreicht. Landwirtschaft hätte man auch hinzufügen können. Und dann muss man es in Silos packen, dann kommt der Zug an, transportiert die ab oder mit einem LKW. Alter, bin ich ein Genie. Jetzt muss ich nur noch programmieren lernen. Blick mal als einzelne Person in so ein Spiel. Die Kosten würden sich ja durch die rentieren, im Fall man als einzelne Person das vielleicht scheiße macht. Könnte gut möglich sein. Es ist Musik, die habe ich teilweise überhaupt noch nie gehört. Ich sehe mal noch nicht, wie die Straße nass ist. Und für die schlauen Leute, ja, ich weiß, ich kann den Regen rausstellen, aber im echten Leben regnet es ja auch manchmal extrem lange. Und manchmal extrem lange nicht. So. Nee. Wir können aber auch hier schon schlafen gehen. Am Ende macht es ja eh nichts aus. Du Fatze! Okay. Ich hab doch früh genug angefangen zu blinken. Oder nicht. Oh, hier habe ich jetzt die Schlafplatzmöglichkeit verpasst. Das heißt, wir müssen ja wirklich jetzt die nächste abwarten. Glück ist ja nicht die Fracht beschädigt. Was mein Hängerchen. So,
3 Stunden 30. Was haben wir hier? Kreuz. Remscheid ist doch drüben. Ring. Was war denn das? Renz? Ach, ist mir auch egal. So ein Haufen Wasser und wir können das nicht sehen. Schade. Ich da meine Mäuse klein müsste. Die Lags jetzt. Das ist scheiße. Mein PC müsste eigentlich voll sein jetzt gleich bald. Nächste ausgebrannte LKW. Was machen die denn? Dass die dauernd ausbrennen. Feuerwerk transportieren die nicht. Ich habe vor kurzem einen Hänger gesehen. Ein Frachter, dachte ich, was soll denn das für eine Fracht sein? Nur mal geguckt, mit diesem heißen Zeichen, mit so einem Thermometer drauf, habe ich mal nachgeguckt. Das ist eine heiße Fracht, die so bei 80, 100 Grad liegt. Habe auch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Man lernt ja nie aus, aber... War mal interessant. Licht aus. Sieht doch alles wieder so schön aus. Wenn man nach hinten guckt, sieht man keine Wolken mehr. Genau. Ich freue mich so sehr auf den neuen Landwirtschaftssimulator. Oh. Gibt es mal noch auf einen anderen Spiele, die rauskommen? Landwirtschaft ist eigentlich einer der, wo ich mich am meisten drauf freue. So, jetzt kurz die Strecke kapieren. Also von hier aus komme ich nicht hoch. Das heißt, ich muss eigentlich einmal runterfahren, um wieder hochzukommen. Ich weiß, wo es überhaupt da lang geht. Oh, das ist ein Auto. Da habe ich schon gefragt, ob das ein Auto. Habe ich da vorne im kurz was gesehen gehabt. Ah, 10 Minuten noch ungefähr. Oder 5 Minuten. Ist meine Uhr stehen geblieben? Nee, hat's nur 6. Und wie kommt die Zeit jetzt so? In-game so schnell vorbei und im echten Leben so langsam. Hm. Vierspurig? Ne, dreispurig. Wollte gerade sagen. Mama, scheiße, mach das. War Thunder. Gutes Game. Rocket League macht Enderman, naja. Hätte ich jetzt persönlich keine Lust drauf. Wäre nicht so meins. Sorry, Fini. Oh, Warfan habe ich auch schon wieder gelöscht. Hat sich auch bestimmt so ein Haufen Zeug verändert. Jetzt haben wir vierspurig für kurze Zeit. Achso, ich wollte gerade sagen, da darf ich doch nie. Warum ist denn da das Dings nicht? Was haben wir hier? Elbtunnel. Wir sind in Hamburg. Denke ich mal, oder? Eigentlich ist es ja egal. Schön der Elbe jetzt lang. Dafür, dass wir eigentlich nicht runtergefahren sind. Hey, 1000 wieder eingenommen. Danke, David.
Macht das so einen Unterschied, wenn ich den jetzt ein Hängerchen gebe? Weil der kostet ja auch nochmal 30. Das heißt, eigentlich fahre ich einmal umsonst und dann fahren die mir Geld ein. Beziehungsweise die fahren 15 Fahrten und verdienen dann mein Geld. 10, 15 Fahrten. Ist aber auch scheiße. Maschner Kreuz. Das haben sie wirklich alles geändert hier. Es hat sich so viel verändert. Das ist wirklich verrückt. Also SCL, gut ab. Dass ihr euch so reingesetzt habt. Rüber. Wir haben so eine ganze Spur sogar gesperrt. Oh, da war ein Auto. Wie mit Krankenwagen, ob da noch was zu retten war, so wie das Auto aussah. So, nächsten Dings muss ich ja... Was ist er jetzt? Ja, eigentlich könnte ich sogar fast schon durchfahren. Was ist mir zu riskant? Da muss ich in der Nacht einparken. Zeig mal her. Ja, leck mal eine Runde rum, danke. Ich fahre hier rein. Könnt gleich hier rausfahren. Und die Firma ist eigentlich auch groß genug. Fahre ich durch, da brauche ich in der Nacht einparken, das will ich nicht. Und dann mache ich, glaube ich, eine kleine Pause. Kurz schneller fahren. Ja, 52 Minuten und eine Stunde 10, das sind gerade 20 Minuten Unterschied. Und 20 Minuten sind im Spiel, gucken wir mal, 35, warten wir bis 55. Jetzt haben wir schon 40, also ein bisschen Zeit bleibt mir schon. Ja, ich geht aber das Gene jetzt die ganze Zeit auf den Keks. Ein bisschen Zeit ist doch schon. Könnte sogar fast schon eine Minute sein. Ach du Scheiße. Das hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Achso, jetzt sind außerdem die 10 Minuten vorbei. 45 und wir haben noch... Ein bisschen Zeit habe ich aufgeholt. Müde, schönen Dank. Ja, auf jeden Fall kann ich auch hier parken. Eigentlich nach dem Hänger kurz ab und dann gehe ich kurz rüber. Da
Ausdauer sein, 100. Alter, das tut ja richtig weh. Erster Aufenthalt in Bremen. Hey, ich freue mich. So, und jetzt hier rein. Ich habe noch 20 Minuten circa Zeit. Danach muss ich schlafen. Was ist die Firma? Ich riskiere es. Vor allem in der Firma habe ich meine erste Folge aufgenommen. Das werde ich nie vergessen. Alles klar, ich hab gesagt, Händler zu Ende. Achso, eh hier. Oh, tut mir den Arsch weh. Naja, davon 1100 abgezogen. Aha. Und jetzt geht's abschlafen. Ja, ach, lass mal an. Gut, so am liebsten jetzt... ach, wir beenden den Part. Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen noch, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, aber natürlich mehr davon sehen wir doch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensi. Ciao, ciao.